Matiere klangen. Moin, das sind Jana und Steini. Ich halte meine neue Oper für die Wunden du Hannen am kleinen Häuschen. Wollt ihr sie gerne kennenlernen, da kommt Matt. An der Küche kann man sie gut beobachten, ohne sie zu stören. Du hast sie gerade. Oh, mega schön. Meine Oper ist die Blumenwiese. Wir erkennen sie ganz gut mit seinen blauen Federn im Kopf, auf der Flinken und im Schwanz. Mein Papa hat eine Kamera am Nest installiert, dafür kann man viele Schatz zu allen Moment beobachten. Ah, guck, du hast Mama. Ah, guck, die klingt mega süß. An einem Fohlen heißt sie für kurzem die kleinen Fohlen aus ihrem Ehe rauskommen. Und nun sind ihr Eltern ganz viel beschäftigt, für ihnen zu essen zu bringen, und für die hungrigen Mäuler zu stopfen. Dafür fliegen sie die ganze Zeit ran und raus, für eben kleine Spannen, kleine Insekten oder Raupen zu bringen. Die Kleinen, wo machen die Kacke? Sie kann aber noch gut nicht fliegen. Und sie sitzen den ganzen Tag an ihren Häuschen. Natürlich finden sie keine Toiletten an ihrem vollen Häuschen. Ich gucke denke ganz genau nur, was geschieht, wenn ein kleines Fältchen Kacke mischt. Hat er gesehen, die Eltern bringen die Kacke raus. Jana, wie viele Fältchen seist du? Sind da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sind da 7. Die hat gesehen, keiner hatte viel Freude dabei, für die Fältchen zu beobachten. Hört man dich nicht auch einfach ein Fohlenhäuschen an ihrer Garde, wenn der Garde tut? Die wird gesehen, auch dir wird viel Freude um den Hund für den Fischer nur zu gucken.